Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zur zweiten Wolfswanderung in diesem Jahr wird am Sonnabend, dem 20. Januar, in den Wildpark MV eingeladen. Ausgerüstet mit Taschenlampe und Neugier geht es in der Abenddämmerung vorbei an Wildschweinen, Eulen und Luchsen. Ein Höhepunkt ist die Fütterung der Wölfe. Kennen Sie Max Lindow aus der Uckermark? Der 1875 geborene und 1950 gestorbene Mundartdichter schrieb historische Dramen und Gegenwartstücke. 1912 gründete er mit Gleichgesinnten den plattdeutschen Verein Onen Wiedenboom. Einige seiner Texte werden am Donnerstag, dem 18. Januar um 15 Uhr im Haus der Kirche im Grünen Winkel vorgestellt. Am Sonnabend, dem 20. Januar, öffnet das regionale berufliche Zentrum des Landkreises Rostock in Güstrow um 10 Uhr seine Türen für Interessierte und Bewerber für das Schuljahr 2018/19. Der Fokus an diesem Tag liegt unter anderem auf der Vorstellung des Abiturs am Fachgymnasium mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik sowie den Ausbildungsberufen Erzieher, Heilerzieher und Sozialassistent. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.